Und es geht auch direkt weiter. Wir sind hier stehen geblieben. Vor ein paar Sekunden. Wir können durch die Fernseher reisen, anscheinend. Hier erstmal um den Finman zu verfolgen. Im letzten Part haben wir gesehen, der hat Six entführt. Wir haben ein riesiges Problem. Oh ne, warte. Lass das Ding mal runter. Geht so langsam aufs Finale zu. TF, was muss ich machen? Also ganz ralle ich's nicht. Muss ich am Fernseher entlang? Hier ist vielleicht gedacht, dass ich mich an der Antenne hangeln muss. Aua. Aber nee, anscheinend nicht. Oder so genau auf die Mitte, oder was? Ich reiß nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung, wie ich mich aus der Situation befreien soll. So. Ach so, okay. Rätseldenken. Aha. Wir haben gesehen, er hat ihr einfach quasi, weiß ich nicht, die Seele ausgesaugt, was auch immer er mit ihr gemacht hat. Das ist ja noch schlimmer wie die alte aus dem ersten Teil. Ich schätze mal, Six lebt noch. Das hätte unsere Reise keinen Sinn mehr, aber quasi ihre seelische Form ist weg. Keine Ahnung. So wie bei allen anderen Kindern, die wir bisher gesehen haben. Aua. Ah. Kann ich den anmachen? Ich habe jetzt eine Fernbedienung. Das ist nicht dein Ernst. Wahrscheinlich Sachen ein- und ausmachen. Ja, an- und ausmachen, meinte ich. Thank you.
Ich weiß auch nicht, wie gut ich die Mechanik finde. Freigeschaltet. Halber Hut. Nice. Alter, jetzt sieht man unser Gesicht richtig. Wir sind auch alles andere als sympathisch, aber... Immerhin, wir haben jetzt eine Fernbedienung. Das ersetzt quasi unsere Taschenlampe. Ja, wie im ersten Teil bei dem einen Fernseher. Ich denke, ihr wisst, was ich nicht meine, ne? Komme ich hier mit der Lampe rüber? Dam, dam, da, 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 dam, da, 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 da. Dann war das anscheinend auch so ein Warp-Portal. Ja. Wie machen wir's? Hier an die Tür ran. Weil wir haben jetzt quasi nur den Hut bekommen. Können wir zurück? Das woanders hinbringt. Die ganze Fernsehthematik ist ein bisschen arg verwirrend. Oder war das jetzt alles nur für den Hut? Die Sequenz brauchen wir ja anscheinend immer. Kann ich da hochklettern an der Lampe? Nee, ich glaube nicht. Weiß es nicht. Was müssen wir machen? Wir brauchen an sich nur noch einen neuen Fernseher.
oder eine weitere Verbindung. Oder kann man hier den Stuhl verschieben? Nee, der ist nur zum Hochklettern. Oh, ja, okay. Okay. Hier der Wagen. Ja, gut, okay. Das war dezent einfach, dafür, dass ich es nicht kapiert habe. Hä, was zum Geier? Wieso kann ich nicht? Ach, der hat echt geklemmt. Na gut. Voll Depp, absoluter Vollidiot. Komm, wir waren gerade so in der Story drin und jetzt gibst du mir so einen Abschnitt? Ist das dein Ernstspiel? Was hat er mit Six gemacht? Hat er sie gekillt? Hat er was auch immer das mit ihr gemacht? Man hat auch gemerkt, wo sie halt fast verreckt wäre. Bei den Trümmerteilen, dass irgendwie jetzt noch was passieren sollte. Denn es war zu einfach, es war zu ruhig. Bei Emmeren kann ich jetzt verstehen, was die Bewohner so an dem Fernsehen feiern. Frau. Das ist ein Bild der Frau. Errungenschaft freigeschaltet. Nicht damenhaft. Ist mir egal in dem Moment. Der Moor. Das ist aus dem ersten Teil. Anscheinend hat die hier gelebt, oder? Jemand hat hier gelebt, der sie bewundert hat. Würstchen. Hier könnte der Koch gelebt haben oder einer der Gäste. Auf jeden Fall irgendjemand aus dem ersten Teil. Hätte ausschalten können. So. So wie ich es jetzt verstanden habe, merken die uns gar nicht, bis...
the fuck? Die strahlen uns tot. Merken die uns gar nicht, bis wir halt da ihren Scheiß abstellen. Jetzt werden die, glaube ich, richtige Gegner. Oh nein. Woher wissen die, wo ich bin? Und was bringt mir das, die wütend zu machen? Ach, meine Fresse. Das Fenster ist zu, kann ich in den Ofen flüchten oder was? So dass die mich halt nicht sehen oder... Irgendwas um das Fenster einzuwerfen. Interessiert die null. Die gehen zum nächstbesten Fernseher und gucken sich den an. So lange, bis sie die Dinger schotzen. Heilige Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass alle in dieser Stadt normal waren, bis der Finnman kam und sie halt verändert hat, sage ich mal. Wow. Kann man aber anscheinend leicht outplayen. Wow, wow, wow. Komm schon, zieh dich hoch. Und so gehen die Fenster kaputt. Vergessen sich vollkommen. Heilige Scheiße. Schau mal kurz, wie lange wir eigentlich noch aufnehmen. Also, wir eigentlich schon aufnehmen. Uff.
lange. Naja, komm, soll ich mal. Wir machen jetzt mal weiter. Also, wir machen jetzt mal kurz einen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann weiter.